Der reichste Popstar der Welt läuft ja im Schlabberpulli rum. David Bowie gibt sich beim Exklusivinterview in München ganz lässig. Zwei Wochen lang hat er sich als Superstar feiern lassen. In wenigen Tagen mutiert er aber wieder zum lieben Familienpapa. Seit 10 Jahren führt er eine skandalfreie Ehe mit Topmodel Iman. Und ihr Glück ist perfekt, seitdem vor 2 Jahren Töchterchen Alexandra auf die Welt kam. Obwohl es wegen der Kleinen immer wieder Krach mit der schönen Gattin gibt, erzählt Bowie. Ich bin ganz verrückt danach, der kleinen Klamotten zu kaufen, was ich eigentlich nicht tun sollte. Denn meine Frau meckert immer mit mir, weil ich zum Beispiel durch Paris renne und all diese teuren, süßen kleinen Baby-Outfits kaufe. Ansonsten hat der Gute wenig Sorgen. In Deutschland räumte Bowie bei seinen 4 ausverkauften Konzerten richtig ab. Die Arbeit mache ihm Spaß wie nie. Er fühle sich blendend und so wirkt er ja auch. Seine 55 Lenze sieht man ihm nicht unbedingt an. Da wurde doch nicht etwa vom Chirurgen nachgeholfen. Ich habe einfach Glück mit meinen Eltern und den Genen. So sehen wir in unserer Familie alle aus. Das Einzige, was ich je habe machen lassen, sind nur meine Zähne. Und der Mann, der über sich sagte, ein riesiger Haufen Drogen sei einst Teil seines Daseins gewesen, lebt heute durch und durch kerngesund. Selbst das Rauchen hat er sich abgewöhnt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin mit denen hier. Das mit dem Rauchen mache ich einfach nicht mehr, wie viele andere Sachen auch. Nur eines macht dem Ehrendoktor für Musik heutzutage immer noch das Leben schwer, diese schlimmen Flugzeuge. Oh nein, ich hab's wirklich nicht mit dem Fliegen. Wenn's denn sein muss, beiße ich meine Zähne zusammen. Aber ich habe noch nie einen Atlantikflug gewagt und nehme dafür immer das Schiff. Na, dann wird die Heimreise nach New York ja gemütlich. Und Bowie kann auf dem Bötchen so schön entspannt bleiben wie immer.